Sehr schön, ja. Ja, ich möchte direkt einsteigen mit der Uhr, 15:25. Genau, erstmal herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ich hier auch einen Praxisbericht beisteuern kann. Cutter in der Administration. Im Programm steht es auch mit drin, Stolpersteine auch mit dabei. Vielleicht einen kurzen Blick, was funktioniert bei uns dabei nicht so richtig bisher. Die DB Regio ist jetzt vor einiger Zeit in dieses Thema eingestiegen. Cutter im Rahmen der Kulturentwicklung, Kulturwandel im Unternehmen und Cutter im Bereich des Verbesserungsmanagements. Also in dem Sinne, wie arbeiten wir kontinuierlich daran, besser zu werden. Ja, direkter Bereich, indirekter Bereich ist gerade eben schon angeklungen. Wenn man es aus Management-Sicht sieht, ist das, was wir tun, wenn ich jetzt im Bereich Leitstellen, Transportleitung schaue, wäre schon eher wieder fast schon indirekter Bereich. Direkter Bereich sind dann in der Regel die Lokführer und die Werkstattmitarbeiter und so weiter. Das ist so quasi direkt, indirekt. Kann man in beide Richtungen anschauen. Wir gehen mal rein. Ich wollte Ihnen eigentlich zwei Sachen so ein bisschen zeigen. Zum einen, was haben wir da gemacht zum Bereich Cutter, Einführung Cutter, Verbesserungs-Cutter. Was war unser Ausgangszustand, so ein bisschen Cutter-mäßig durchgehen, um dann auch tatsächlich mal einfach in eine Cutter reinzuschauen, die bei uns gelaufen ist. Um was für Themen kann es da gehen, um zu sehen, gerade auch im administrativen Bereich, was kann man da angehen und was können Ergebnisse, Lehren daraus sind, was können wir daraus lernen und wie können, wollen wir damit umgehen. Ja, wir haben angefangen jetzt bei der DB Regio Südwest, die eine Region innerhalb der DB Regio AG ist, und den Nahverkehr jetzt ganz grob heute zwischen Koblenz, Karlsruhe, dem Saarland und in Richtung Osten bis Osterburgen durchführt. Um das schnell zusammenzufassen, irgendwie um die 2000 Mitarbeiter in Summe. 2000 Mitarbeiter, 42 Millionen Zugkilometer im Jahr, das ist relativ viel. Die DB Regio als Nahverkehrssparte der DB AG, ja, also mal ein Bereich neben den Kollegen von Schenker, die natürlich entsprechend hier im Wettbewerb stehen und auch kämpfen. Und neben diesem Thema Kultur und Unternehmenswandel ist natürlich auch das Thema Wettbewerb und die Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, Ansporn und auch Grundlage oder Ausgangsbasis, warum wir uns intensiv mit dem Thema Verbesserung beschäftigen. Also wir haben angefangen bei der DB Regio Südwest im Bereich der Leitstelle Transportleitung. Das ist dort, wo im Prinzip alle oder die Personale, Triebfahrzeugführer, Lokführer, Zugbegleiter, disponiert werden, also eingeteilt werden zur Arbeit. Genauso die Fahrzeuge werden dort disponiert und es wird im Prinzip im Sinne einer Überwachung werden alle Zugfahrten überwacht. Und wenn dann tatsächlich mal was schief geht, und das kommt ja leider doch immer wieder mal vor, auch wenn wir nicht immer was dafür können, sicher auch manchmal, dann wird im Prinzip steuernd eingegriffen, Kundeninformationen angestoßen und diese ganzen Themen werden dort gemacht. So, jetzt sind wir dort reingegangen. 2014 war das, der Alexander Hein war mit dabei, ist auch heute da, sind wir eingestiegen. Ausgangszustand, ja, wir hatten keine Coaches damals, wir hatten noch keine Mentees und natürlich entsprechend auch noch keine Second Coaches. Zielzustand war, jetzt bezogen, sage ich mal einfach auf meine Organisationseinheit, B3, das ist das Bereich Betriebsmanagement und Leitstellen, war im Prinzip fortlaufend 6 laufende Verbesserungs-Cutters einzuführen. Dazu 3 Themen aus dem Bereich Disposition und Qualität. Was kann das sein? Disposition sind Themen, wie setzen wir Fahrzeuge ein, wie können wir Ausfahrkilometer erhöhen. Qualitätsthemen kann sein, wie lange fährt zum Beispiel eine Toilette draußen rum und ist gestört, sodass dem Kunden nicht zur Verfügung steht. So, und dann hatten wir uns 3 Themen vorgenommen zur Jahresarbeitszeitsteuerung. Großes Thema, unser Herr Weber war heute Morgen beim Professor Arnold schon mal zu sehen, Jahresarbeitszeitsteuerung vor dem Hintergrund, dass die Deutsche Bahn ja bekanntermaßen ein Mehrarbeitsüberzeitproblem hat, überwiegend auch Altlast. Wie gehen wir damit um? Wie bekommen wir das weg? Hat der eine oder andere sicher mitbekommen, in den Tarifverhandlungen war das ja auch ganz großes Thema. Für uns und für die Disponenten natürlich hier ein Thema, wie steuern wir diese Jahresarbeitszeiten? Überzeit wirkt zollreduzierend auf den einzelnen Mitarbeiter. Wie setzen wir die Mitarbeiter so übers Jahr verteilt ein, dass zu allen Zeiten Personale zur Verfügung stehen und so weiter und so weiter. Wir hatten uns vorgenommen, Zielzustand, aus dem Bereich unserer Führungskräfte, aus den Schichtleitern, Leitstelle und von den Disponenten 7 Coaches zunächst einmal zu entwickeln, die im Prinzip dann mit weiteren Prozessverbesserern in den Coachings, in den Cutters arbeiten können. Und wir hatten uns im Prinzip vorgenommen, aus diesem Bereich auch 2 bis 3
Second Coaches zu entwickeln, um entsprechend hier auch sagen wir, regelmäßig mitarbeiten und Feedback geben zu können. So, jetzt geht es zurück in die Niederungen der Realität. Aktueller Ist-Zustand. Ja, was haben wir erreicht? Ich würde fast behaupten, wir haben zwischenzeitlich so ein bisschen Schiffbruch erlitten. Als Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet. Ganz so war es sicherlich nicht. Wir arbeiten auch heute noch dran, das werden wir nachher gleich zeigen. Aber wir sind in einem ähnlichen Thema gescheitert, wie das gerade eben die Kollegen schon mal gezeigt haben, wenn man so eine Kalenderskala sieht. Ja, da sind viele Termine ausgefallen oder nicht eingehalten worden. Wir haben noch ein Thema gehabt, dass wir im Prinzip Coaches, Mentees, Second Coaches nicht immer vernünftig zusammengebracht haben, was ganz stark mit diesem Thema Schicht- und Wechseldienst zusammenhängt. Ja, was haben wir bisher erreicht? Wir haben es so in letzter Zeit immer wieder mal geschafft, dass bis zu 3 Katas in unserem Bereich da geht es in der Summe um ungefähr 60 Mitarbeiter, dass wir 3 Katas gleichzeitig am Laufen hatten. Ja, 2 bis 3 Coaches konnten wir entwickeln. Und 2 Second Coaches sind in Entwicklung, da zähle ich mich selber mit dazu. Ich tue heute meistens Coachen, bin dabei selber natürlich oder versuche mich hier in Richtung Second Coach auch mitzuentwickeln, einfach um da mehr Kollegen, mehr Mitarbeiter in das ganze Thema mit einzuführen. Das ist einfach mal der Eingang, Ausgangslage, Zielzustand und wo stehen wir heute. Um mal zu sehen, jetzt gehen wir mal in ein konkretes Beispiel rein, Thema Fahrzeugdisposition. Die Kata ging darüber, wie kriegen wir die Stilllagenzuführung von Fahrzeugen in die Instandhaltung besser hin. Ja? Also kurze Erläuterung, was man hier sieht auf dieser Grafik, ist im Prinzip ein Fahrzeugumlauf. Das ist die Kette von Leistungen, die ein Fahrzeug an einem Tag fahren muss. Und jetzt kann man Folgendes sehen. Da ist so ein Block hier, wo dieses 000 steht. Das ist ein Instandhaltungsblock. Also zu diesem Zeitpunkt muss dieses Fahrzeug in die Werkstatt. Und die Kunst ist jetzt, dass der Disponent im Prinzip das richtige Fahrzeug auf diesen Umlauftag disponiert, und zwar genau dieses Fahrzeug, das abends hier planerisch in diese Instandhaltungsstufe hineinlaufen muss, weil es entweder mit den Kilometern voll ist oder eine Zeitfrist erreicht ist, oder. Dazu gibt es im Prinzip einen planerischen Ablauf, dazu kennen wir einen Prozess, dieser Prozess ist definiert, dieser Prozess ist soweit auch bekannt, der wird gelebt, aber wir haben eben, das habe ich hier rot mal dargestellt, es gibt einen Anteil X, ich sage zunächst einmal X, den wir tatsächlich auf diese geplante Stilllage zugeführt bekommen. Ja, einfach mal zu zeigen, was haben wir damals gemacht. Menti habe ich zunächst mal selber gemacht bei der ersten Cutter, einfach um mich da mal selber ins kalte Wasser zu schmeißen, mich da in dem ganzen Thema einfach wirklich reinzuhängen und zu schauen, was passiert da, aus der Chefrolle heraus, wie erlebe ich das selber, wenn ich mich da tagtäglich mit befasse, immer wieder nachfrage, meinen eigenen Kenntnisstand erweitere. So, wir hatten entsprechend zwei, Coach und Second Coach. Coach war die Frau Dreser bei uns aus dem Verbesserungsmanagement und den Second Coach haben wir dann aus unserer quasi Kata-Lerngruppe heraus, in der wir gelernt haben, immer wieder wechselnd besetzt. War zum einen unser Herr Dreser dabei, Geschäftsleitung, aber eben auch direkt Mitarbeiter von mir, der Herr Peppler, der Werkstattleiter, der Herr Götz. Ja, Anteil X hatte ich eben gesagt, schaffen wir tatsächlich eben auf diese Stilllage zuzuführen. X, sage ich mal, Fragezeichen, das wäre nachher die Herausforderung, die für die Kata festzulegen war. Entschuldigung, eins zu schnell getippt. Wir hatten uns also überlegt, ja, was könnte eine Herausforderung sein? Haben uns damals festgelegt, ja, wir sehen es als Herausforderung an, hier im Prinzip ein Ziel von 50% vorzugeben. 50% unserer Fahrzeugzuführungen in die Werkstatt sollen also auf Basis dieser Stilllagenzuführung erfolgen. Jetzt kann man fragen, warum haben wir da 50% ausgewählt? 50% haben wir deshalb als Herausforderung angesehen, weil wir aus Messreihen in 2013 und 2014 wussten, dass in der Regel nur eine Quote von 35-40% zu erreichen war. Gab es im Prinzip Statistik und Zahlenwerk, darauf haben wir aufgebaut. Und hatten dann zunächst einmal gesagt, Herausforderung Nordstern, wir möchten da bitte auf 50% kommen und sind dann in die Arbeit und in die Kata reingegangen. Ich kann das gleich hier schon vorwegnehmen, wir sind sogar teilweise höher gekommen, insofern haben wir später unser Ziel auf 60% erhöht. Ja, wie sah es dann aus? Das war jetzt ganz gute Gelegenheit, einfach mal hier zu vergleichen, wie sah es im letzten Jahr aus, als wir mit sehr viel Zeit, Drive und Antrieb dran waren, was ist in der Zwischenzeit passiert? Und wie ist so ein bisschen das Thema, wie kriegen das die Mitarbeiter direkt mit?
was man auf diesem Bild sieht, wir haben so eine kleine Cutterwand in der Leitstelle aufgebaut, die wir quasi mehr oder weniger, so wie wir das auch schaffen, täglich befüllen. Da sind jetzt zwei Themen auch drauf zu sehen. Das eine, was ich eben gesagt hatte, ist diese Cutter-Zuführung auf Stilllage. Anderes Thema, Service Level WC, also im Prinzip das ist der Anspruch hier, die WCs, die möglicherweise eine Störung haben durch Vandalismus, Missbrauch, Wasserleer, Klo voll, alles was sein kann, die sagen wir, in einem Zeitraum von 4 Stunden möglichst aus dem Kundenbetrieb zu nennen. Das waren so die zwei qualitativen und dispositiven Themen, mit denen wir hier Cutter gemacht haben. Eingangs. Jetzt kann man im Prinzip mal die Werte sehen. Als Erinnerung, 60 hatten wir uns zum Schluss als Ziel gesetzt innerhalb der Cutter. Was haben wir erreicht? Letztes Jahr, ungefähr gleiche Zeit, also im November, KW 46. Ja, kann man so sehen, schwankt ziemlich. Irgendwo zwischen 33 als schlechtestem Wert, in guten Tagen sogar bis 83. Also immer so einen Wochenwert nimmt, sind wir an diese 60 relativ nah angekommen, waren wir bei 57%. Einzelwerte auch deutlich drüber. Zum Vergleich mal die Zahlen aus diesem Jahr. Auch schon so ein bisschen zu sehen, da hat sich was getan, also ist eher schon wieder ein bisschen schlechter geworden, um nachher auch zu zeigen, wo sind heute unsere Hindernisse, dass wir da gerade nicht vorankommen. Einzelwerte etwas gesunken, 80er-Wert war jetzt hier gar keiner mehr dabei, Durchschnittswert über die Woche nur noch 43%. Hängt ganz klar damit zusammen, kann man auch nachher nochmal sehen, dass wir uns nicht mehr in dem Maße mit fortlaufenden Coachings um das Thema kümmern konnten. Ja. Aktuelle Hindernisse, was gab es für Hindernisse innerhalb dieser Cutter selber, um dieses Thema mit diesem Beispiel auch abzuschließen. Klar, Hindernisse oder vermeintlich erkannte Hindernisse wurden definiert, Betriebslage und Störungen, alles was damit dazugehört. So, und dann hat man natürlich ein Thema, wie kann man das visualisieren, wie kriegt man die Leute mitgenommen, wie kriegen wir die Sachen transparent verteilt, dass jeder weiß, da stehen wir, da möchten wir hin. Und da haben wir die Leute angeschrieben, es konnten ja nicht alle in die Schulung, das ist insbesondere aus Dienstplangründen auch nicht darzustellen gewesen. Das heißt, man muss die Leute irgendwie informieren, mitnehmen und im Prinzip dann noch schauen, wie kriegst du die Informationen an die Leute gebracht. Damaliges Problem war schon, darstellen ist das eine, Datenerhebung, um in der Cutter vernünftig voranzukommen, war das andere. Die Datenerhebung war damals noch zu aufwendig. Das heißt, innerhalb unserer Cutter haben wir uns weiterentwickelt. Was haben wir alles gemacht? Wir hatten ausführliche Prozessanalysen durchgeführt, klar Verbesserungsbereiche ermittelt, haben uns mit den Mitarbeitern schon auf dem Weg in die laufenden Cutters immer wieder unterhalten, geschaut, wo läuft es nicht, wo hängt es, wo können wir angreifen und haben uns darüber unterhalten, wie können wir im Prinzip unsere Ergebnisse in der Arbeit als Zahlenbasis zusammenfassen und da im Prinzip ein Zahlenwerk aufbauen, das möglichst einfach zu erfassen und schnell auszuwerten ist. Ja, im Prinzip, das ist ein Arbeitsergebnis gewesen, also war ein Zwischenzielzustand innerhalb der Cutter. Wie kriegen wir im Prinzip ein Zahlenwerk hin? Quasi eine relativ einfache Tabelle, wie ein Disponent etwas einträgt, welche Fahrzeuge fahren wohin, wie lange stehen sie dort. Das so aufgebaut, dass man es relativ schnell auswerten kann und wir auch kurzfristig den Leuten sagen können, das habt ihr erreicht, das habt ihr nicht erreicht, beziehungsweise um einen Rückschluss ziehen zu können, nicht erreichte Ergebnisse hängen vielleicht zusammen damit oder damit. So, Cutter, Erkenntnisse aus den letzten Monaten. Ja, wir können eine tägliche Verbesserung erzielen, auch im Rahmen unserer Verbesserungs-Cutter-Runden, sage ich mal. Hat man ja auch sehen können, tageweise sogar Steigerungen von 25% auf 100% in Bezug auf diese Kennzahlen erreichbar und auch möglich. Wenn man sich die Quote der täglichen Betreuung durch einen Coach anschaut, gilt bis heute, wir schaffen es nicht täglich zu coachen. Ja. Gründe dafür, klar, die Mitarbeiter, die bisher in dem Thema mit eingewiesen, geschult waren, die wir mit den Aufgaben mit betrauen konnten, auch wollten, die auch da Lust hatten mitzuziehen, die sind im Wechseldienst, die sind mal auf früh, mal auf spät, mal auf Tag, mal auf Nachtschicht. Urlaub und so weiter, alles, was damit ein Grund sein kann. Also Thema Nachtschicht wäre so ein Beispiel. Wir haben auch Telefoncutters eingeführt, weil wenn die Leute auf der Nachtschicht sind, sind andere möglicherweise nicht dabei. Dann haben wir uns halt um 22 Uhr mal zusammen telefoniert und konnten da auch den einen oder anderen Punkt klären oder eine quasi vereinfachte Telefoncutter durchführen. Was haben wir erreicht? Ja, also bezogen auf dieses eben dargestellte Beispiel haben wir im Prinzip 40, muss man sagen, in dem Jahr, das ist einfach, sieht man daran, dass man da gerade nicht so richtig vorankommt, haben wir 40 PDCA-Zyklen dokumentiert hinbekommen, zuzüglich einiger Telefonrunden in den Nachtdiensten,
wie lange haben wir daran gearbeitet? Das ging, ja, sagen wir, von August ganz grob bis November 2014 und jetzt dieses Jahr von Februar bis Juli 2015 mit, und da sind wir wieder bei den Hindernissen schon gleich, Unterbrechungen durch Streik, Krankenstand, Dienstplanwechsel und weitere Hindernisse, die ja alle auf uns zugekommen sind. Aber es hat uns auch was gebracht und das wird auch eine der Erkenntnisse nachher sein. Wir kennen unsere Prozesse in den Bereichen, in denen wir Kata durchführen, wesentlich genauer. Wir haben an der Stelle sehr lebhafte Diskussionen. Stichwort Widerstand spornt an. Ja, es gibt, ich weiß nicht, ob das ein Bahnthema ist, großen, breiten Bereich, super, zum einen engagierter und auch sehr erfahrener Mitarbeiter. Bei vielen so neuen Themen tritt da ganz schnell eine gewisse Skepsis auf. Mag vielleicht daran liegen, dass der eine oder andere in 20 Jahren die BAG seit der Bahnreform da vielleicht managementseitig auch schon ganz schön viel zugemutet bekommen hat. Das kann ein Thema sein. Ja. Klassische Sprüche wären sowas wie, was soll das bei der Bahn, wir sind doch nicht Toyota, sollen wir jetzt alle unsere Autos wieder zurückziehen oder Züge zurückrufen. Ja, aber vom Ergebnis her, Zielkennzahl ist verbesserbar, wurde verbessert und wir haben es auch geschafft, bei den Kollegen im Prinzip das Prozessbewusstsein nochmal zu steigern. Aber wir haben uns auch immer wieder, die ja aktiv vorangegangen sind, sagen wir mal, keine Freunde gemacht und gelegentlich, immer ist vielleicht übertrieben, auch mal die Lacher auf der Seite, da kommen die wieder mit ihren Kärtchen und stehen an der Wand. Ja, nett. Was bringt uns das alles? Und an der Stelle ist natürlich auch irgendwo einfach immer wieder, auch so im Kata-Sinne, wo möchten wir hin, ist Überzeugungsarbeit notwendig. Ja, wo stehen wir, wenn wir jetzt im November 2015 gucken, in der Administration? Wo wir angefangen hatten, hatte ich was unser Ausgangs-Ist-Zustand war, hatte ich Ihnen anfangs gezeigt. Hindernisse, mit denen wir in diesen Bereichen im Moment einfach arbeiten. Wechseldiensttätigkeit ist von der Dienstplangenauigkeit nicht immer so ganz einfach auf die Reihe zu bringen. Jetzt konkret in meiner Abteilung Leitstellentätigkeit. Die Leute haben Telefondienst, arbeiten in Störungen. Störfallmanagement, Notfälle sind Meldestelle für Personale, so richtig im Dienst Leute rauszukriegen, gar nicht so sehr einfach. Wenn die Betriebslage ruhig ist, kann man das machen, dann gibt es Vertreterlösungen. Wir ziehen die Leute raus für die Coachings, müssen sie aber auch freistellen für die experimentelle Arbeit in den Prozessen. An der Stelle tun wir uns schwierig. Hängt auch zusammen mit dem nächsten Thema, Bearbeitungsvorbereitungszeiten in den PDCA-Zyklen sind einfach sehr, sehr abhängig von der Betriebslage, die sich für die Disponenten im Betrieb darstellt. Ja, speziell, ich sage mal, bei uns Region Südwest, wir haben eine große Fusion hinter uns, sind zum 01.01. mit aus zwei Regionen zusammengelegt worden, relativ viele personelle Veränderungen, Leitstellen zusammengelegt, mehr Belastung auf Einzelmitarbeiter gekommen. Streiks haben Sie alle mitbekommen, das ganze Streikthema hat uns ja bis eigentlich in den Sommer fast rein schon verfolgt gehabt. Jedes Mal, ich will nicht sagen eine neue Überraschung, aber der gleiche Mist. Und ich sag mal, das sind die Themen, die immer auf den Rücken der Disponenten ausgetragen werden. So, wir haben noch ein Thema, in unsteten und sehr dynamischen Prozessen tun wir uns im Moment immer noch schwer, Prozesse dauerfest messbar zu machen. Ja, und wo wir natürlich im Moment hängen, ist einfach so ein Thema. Wir sind immer noch nicht so weit, auch jetzt nach bald 1,5 Jahren, dass Kata so richtig Selbstläufer ist. Es bedarf immer wieder einer gewissen Aktivierungsenergie, Stichwort mit gutem Beispiel vorangehen. Und da sind wir wieder beim Herrn Weber, der heute Morgen schon auf dem Bild war, mit dem Thema Überzeit. Wir haben auch so einen Dauerkonflikt intern. Arbeiten in der Schicht ist das eine, Überzeit machen ist das andere. Da sind wir einfach ziemlich gegängelt. Da müssen wir gucken, wie wir unsere Zeit im Griff behalten und die Dinge tun, die wir prozessuell machen müssen, um das zum einen die Züge natürlich fahren und wir unsere Kunden zunächst bedienen. Das eine muss das andere aber nicht ausschließen. In dem ganzen Zusammenhang, wenn man sich dafür entscheidet, Kata einzuführen, macht es vermutlich schon Sinn, gelegentlich mal zu fragen, was kann der richtige Zeitpunkt sein? Kann ich den einen oder anderen Konflikt möglicherweise ausschließen, wenn ich sage, ich warte vielleicht noch 4 Wochen? Oder ich sehe, was habe ich gerade vor der Brust? Ich warte vielleicht noch 2 Monate, bis ich anfange und gehe dann richtig in die Sache rein. Es geht aber weiter. Wo wollen wir hin? Wir haben im Prinzip 3 Katas aktuell in Vorbereitung und auch terminiert. Alle bisherigen Mitstreiter holen wir nochmal in einem gemeinsamen Termin ab. Wir verlegen einen Teil der Katas aus diesem Schichtbetrieb raus auf Mitarbeiter, die eher zu Bürozeiten da sind. Ja, im Prinzip gehen wir an 3 große Themen ran. Einfach, dass man die Themen auch nochmal sieht, was man da machen kann. Disposition, Fahrzeuge wieder, wie schon einmal. Entwickeln wir weiter an der Schnittstelle zur Werkstatt. Diese Servicethemen gehen weiter. Natürlich bleiben wir an den WCs dran.
was machen wir noch? Jahresarbeitszeitsteuerung, Überzeit, Personaldisposition ist ein großes Thema. Das wird auch Thema bleiben. So. Sinnvoll ist immer auch klare Empfehlung, Standardthemen, die wir, die Sie eh bearbeiten müssen, die vernünftig in Kata einbinden. Da sagen wir, können wir unseren Wertstrom steigern, da haben wir einfach einen Nutzen draus und da kann man das Thema als gute Methode sinnvoll einsetzen. Begleitung und Terminierung habe ich gesagt, ja, Abteilungsleiter mit dabei, Unterstützung durch die Geschäftsleitung erzeugt auf der einen Seite einen positiven Druck, das was vorangeht, ist aber natürlich für die Mitarbeiter auch eine gewisse Wertschätzung. So, Empfehlungen, Zeitaufwand zumindest zum Einschick nicht unterschätzen wäre meine Empfehlung. Wenn Sie Prozesse haben in der Administration mit größeren Datenmengen, wo man kontinuierlich Daten erfassen muss, im Prinzip schauen, einen möglichst wenig aufwendigen Weg wählen, gucken, dass Sie da an den Daten schnell dran sind. So, wichtig ist, wer neu einsteigt, gerne mal Menti machen, aus Sicht Führungskraft, Teamleiter, nicht zu lange in der Menti-Rolle verweilen, dann selber ins Coachen und ins Anleiten gehen. Das wären die Themen. Ausdauer, Überzeugung ist wichtig. Thema platzieren, durchziehen, möchte ich noch sagen, gehen Sie auf die Leute zu, nehmen Sie Ihre Leute mit und dann kann man da, glaube ich, mit der Kata ein lohnenswertes Instrumentenset, eine lohnenswerte Methode ins Unternehmen bringen und sinnvoll einsetzen. Vielen Dank.